Hallo zusammen. Ja, die kühle Jahreszeit steht bevor und das heißt für uns Finesse-Techniken. Heute habe ich für euch das Netrig und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie das aufgebaut ist und wo es seinen Einsatzzweck findet. Das Netrig ist im Endeffekt eine Finesse-Präsentation von Ködern am Boden. Das bedeutet, wir brauchen dafür einen Jig-Kopf. Da ist es ziemlich speziell. Der Netrig-Jig-Kopf ist unten abgeflacht. Das heißt, dadurch steht der Jig-Kopf jedes Mal, wenn der Köder wieder zu Boden kommt, eben senkrecht auf und der Köder bekommt eine ganz eigene Präsentation. Die Gewichtswahl, wie ich eben meinen Jig-Kopf auswähle, ist immer davon abhängig, wie viel Strömung, wie tief habe ich es, wie viel Wind habe ich es und ich versuche immer so leicht wie möglich und so schwer wie nötig zu fischen. In der Regel, ich fische immer gerne so um die 7 Gramm. Das ist, wenn man in Stadtgebieten vom Ufer oder dann auch eben in flacheren Bereichen, weil die Fische auch im Winter dann doch gerne in die flachen Bereiche ziehen. So eine durchschnittliche Gewichtsklasse, die ich einfach gerne fische. Als Köder kann man ganz unterschiedliche Sachen fischen. Ich fische ganz gerne kleine Creatures oder eben Krebse. In dem Fall jetzt hier den Netbug von Strike King, ein super Köder, der viel Aktion macht, also wenn die Fische ein bisschen aktiver sind, durch die vier Extremitäten, die da abhängen, bewegt sich sehr viel. Strike King hat ja an jedem Ende bei dem Köder jetzt hier so einen kleinen Fortsatz eben dran gebracht, wodurch viel Wasser angeströmt wird und der Köder ganz starke Druckwellen eben verursacht. Das Ganze sieht dann eben so aus. Hier oben der Jig-Kopf und der Köder präsentiert eben an dem Net-Jig. Ein anderer Köder, den ich auch gerne fische, ist zum Beispiel der Net-Cut-A-Worm. Ist die kleine Variante von dem Cut-A-Worm und der funktioniert super auf Barsch und auch auf Zander. Und die kleine Variante ist eben fürs Net-Rig gedacht. Da habt ihr quasi einfach einen kürzeren Körper, aber trotzdem einen relativ großen Paddletail, der wieder mit diesem Fortsatz dran gemacht ist, sodass ihr da auch starke Vibrationen unter Wasser habt. Wenn der Köder aber steht, dann bewegt sich hier oben das Ganze nur ganz langsam und es lieben die Barsche gerade jetzt im Winter. Ja, wo setze ich diese Techniken ein und was für Equipment nutze ich dafür? Das Netrig ist, wie gesagt, gerade beim Streetfischen super effektiv in den Hafenbereichen, wo ich vor allem präzise Fische anfischen kann. Es ist keine Technik zum Suchen. Wir müssen also genau wissen, wo die Fische stehen, weil wir eben sehr langsam fischen und mit minimalen Routenbewegungen den Köder nur über den Boden schleifen lassen oder mit kleinen Sprüngen eben über den Boden laufen lassen. Und deswegen muss ich genau wissen, wo die Fische stehen. Funktioniert aber auch an Kanten, an Cover, das man im Wasser findet, also versunkene Bäume oder Steinpackungen. All das sind Punkte, wo man eben präzise die Fische mit dem Netrig beangeln kann. Als Setup, ja, da müssen wir eine ziemlich leichte Kombo nehmen. Ich habe jetzt hier als Rolle die Prism X mit einer dünnen, geflochtenen Hauptschnur drauf. Ich habe die Fox Rage TI Pro bis 14 Gramm. Ist, wie gesagt, gerade für die Finesse-Angelei wirklich eine feinfühlige, super sensible Route, mit der ich Barsche, aber eben auch große Zander entspannt drillen kann und trotzdem eben diese sensible und feinfühlige Route habe. Als Vorfach nutze ich dann Fluorocarbon, das ich direkt anknote an die Hauptschnur mit einem Albright-Knoten. Warum Fluoro? Eben wegen der Abriebsfestigkeit, dem bisschen Dehnung, das ich in der Schnur habe, was mir beim Drill hilft, dass die Fische nicht so einfach aussteigen und eben durch die leichte Unsichtbarkeit unter Wasser ist das perfekte Vorfachmaterial dafür. Ja, wenn euch das Thema Netrig interessiert hat, dann guckt einfach mal auf unseren anderen Videos vorbei. Da ist bestimmt das ein oder andere Session-Video dabei, wo wir mit dem Netrig auf Barsch oder Zander fangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.